Ja, Vincenzo Gualtieri war jetzt als Gast beim Kämpfen im Falkensee, aber er boxt jetzt am nächsten Wochenende um 2 WM-Gürtel. Ja, das stimmt. Es ist nicht so oft, ein deutscher Boxer boxt in Amerika für 4 Weltklasse-Verbände. Ich sage ehrlich, das ist sehr gut gemacht, Agon. Die sind jetzt in richtige Richtung. Agon macht gute Show. Und ich verstehe nicht, warum ohne Fernsehen. Das ich verstehe bis jetzt nicht. Normalerweise muss Leute gucken, also muss übertragen sein von Deutschland wie bei SES. War sehr gute Show bei SES. Und Leute hat gesehen, hat genießen. Ich sage Bescheid, ich sage normalerweise so, weil die muss auch seine Show weltweit oder Minimum in Deutschland zeigen. Weil die haben schon gute Boxer, die kann boxen, die machen professionelle Arbeit. Und er boxt für 2 Titel, IBF und WBO-Weltmeisterschaft. Er boxt in Amerika, in Texas, gegen einen starken kasachischen Boxer. Rexhausen auch, beide 30, beide fast dasselbe. Gegner hat ein bisschen weniger Kämpfe, hat 14. Wir haben guten Kampf, hoffe ich. Davon enges Klima, ich kenne ihn, ist von ihm Gegner, ist Management, Manager für andere Boxer. Aber Boxer Weltmeister, er Weltmeister, wir schon ein Kampf. Ich finde seine Minimum für ein halbes Jahr das ist der beste Kampf, glaube ich. Weil von 2 Titel, 72 Kilo, auch so Gewichtsklasse sehr populär. Mal Golovkin in dieser Gewichtsklasse und er ist auch aus Kasachstan. Aus demselben Land, wo hat Golovkin geboren, hat geboxt für welches Land und so. Da gibt ein paar noch gute Leute von Kasachstan in derselben Gewichtsklasse. Darum ich sage ehrlich, 72 Kilo war immer letzte Zeit von Kasachstan Gewichtsklasse. Aber wir sehen uns. Aus Wuppertal, gebürtige Italiener, Vincenzo, ist nicht schlecht. Er ist schnell. Wenn er boxt wie immer, dann wird schon ein Kampf. Ich hoffe, wird auch so. Er boxt wie immer gut, zuverlässig und so. Er wurde auch von Graziano Rocchigiani entdeckt. Auch, ne? Ich sage ehrlich, ich weiß das nicht, ich kenne Graziano Rocchigiani sehr gut, aber Graziano war bei ihm Trainer, das weiß ich ein bisschen, ja. Ich glaube, er war bei ihm ein bisschen, ich habe mit ihm vorher gesprochen. Und merkt man so ein bisschen diese Graziano-Schule in seinem Boxstil? Nein, ganz anderer Stil. Er ist technisch gut, er ist schnell, er ist, arbeitet bei zweiter Nummer, nicht erster. Bei Graziano immer angreifen, wir waren in einem Verein mit Graziano, mit wir waren in einem Verein, ich kenne gute Trainer, er ist gestorben, der war ein guter Mann. Und er geht immer vor, er weiß nicht, was es zurück. Er geht immer vor, er angreift, er macht brutale Kampf, er will immer gewinnen und so. Und die anderen, die beiden Brüder Rocchigiani, derselbe Stil. Und Vincenzo ist ein Techniker, weil er spielt immer, er will bestrafen seinen Gegner, wenn die macht einen Fehler. Und so ist für Publikum ist ganz anderer Stil. Aber wir sehen, was passiert da, weil ich glaube, diese Kasache hat gute Ausbildung als Amateur, ich glaube. Und immer gehe vor, ich denke so, weil kasachische Stil immer vor, immer so, wie bei Graziano, wie dasselbe.